Ja, erstmal Dankeschön für die ganzen Kommentare. Und ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Konsens, dass wir alle einfach meinen, dass die Zukunft so halt nicht mehr weitergeht und dass wir irgendwas tun müssen. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich so das Patentrezept in der Tasche. Aber ich meine, wichtig ist erstmal, dass wir uns auf den Weg begeben und was Neues beginnen, was Neues anfangen. Aber warum bin ich auf der Straße? Ganz einfach, wenn man sich wieder die ganzen Ereignisse der vergangenen Woche anschaut. Ich habe das letzte Woche, habe ich genauso angefangen. Und ich kann es nur wieder dieses Mal genauso sagen. Es wird nichts besser. Und ich habe das Gefühl, dass es wird immer schlimmer. Die Ereignisse überschlagen sich von Mal zu Mal. Ich habe letzte Woche gesagt, ja, wer weiß, wie lange Putin noch wird stillhalten können mit den ganzen Aggressionen, die gegen ihn gefahren werden. Und ja, diese Woche musste ich dann halt auch lesen, dass Russland eben seine Streitkräfte in absolute Kampfbereitschaft gesetzt hat. Aber wir hören auch vom Irak, die ISIS-Krieger. Die ISIS-Krieger, die dort sehr, sehr viel Unheil anrichten, sehr viele Menschen umbringen. Also, ich sag mal so, die Elite zündelt momentan an allen Ecken und Kanten auf dieser Erde. Das ist also der Grund, warum ich hier stehe und was ich auch gehört habe, damit eben halt mein Sohn und sollte ich irgendwann mal Enkelkinder haben, auch meine Enkelkinder hier auf diesem Planeten noch in Frieden leben können. Ja, was mir gestern so aufgefallen ist, ich habe mich durch 2 Stunden Video gequält, der ein oder andere, habe ich gehört, die haben es versucht und haben es nicht geschafft. Ich habe durchgehalten. Es war also eine Konferenz von Jutta Ditfurth in Hannover. Ich möchte auf diesem Thema nicht drauf rumreiten, weil die meisten oder viele, die sich so mit der ganzen Thematik beschäftigt haben, wissen um die Thematik, um Jutta Ditfurth. Aber ich muss ehrlich sagen, also so viel Deformation, so viel Lügen, Rufmorde und das dann alles schön wissenschaftlich erklärt, habe ich in 2 Stunden eigentlich noch nie gehört. Und es ist wirklich ein Anliegen von mir und eine Aufforderung an Jutta Ditfurth, sich doch in psychiatrische Behandlung zu geben. Ich habe da ganz, ganz große Sorgen, dass sie, ja, um ihr seelisches Wohl, also irgendwas kann wirklich nicht stimmen. Bitte such dir Hilfe. Ich kann nur eins sagen, ich bin ja auch von Anfang an dabei, hier bei der Braunschweiger Mahnwache. Wir haben drüben gesessen im Alex, haben uns unterhalten. Wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Eine Woche später standen wir hier und haben begonnen. Und deswegen weiß ich schon so ein bisschen, wie es läuft. Aber der eine oder andere weiß es vielleicht nicht. Und wenn er dann solche Kommentare hört, wie dort verbreitet werden, dann macht man sich vielleicht doch Gedanken. Kann da vielleicht was dran sein? Stimmt da vielleicht etwas? Oder kommen solche Vorwürfe, dass alles von Berlin gesteuert wäre? Wir würden unsere Reden direkt von Berlin diktiert bekommen. Wir würden auch die Redner aufgezwungen bekommen. Wir würden finanziell unterstützt werden. Und ja, der Oberhammer ist, dass sogar Orgas angeblich irgendwelche Morddrohungen erhalten hätten, weil sie irgendwelche Leute haben nicht reden lassen. Also das entstammt alles aus einem sehr, sehr kranken Geist. Also wir müssen unsere Reden selber schreiben und das sind immer ein paar Stunden, die man sich hinsetzt und einfach darüber nachdenkt, was will man denn jetzt diese Woche sagen? Weil, wie gesagt, ich stehe jetzt auch zum 8. Mal hier und man muss dann schon gucken, was will man denn überhaupt erzählen? Es wäre schön, wenn die Reden alle einfach von Berlin kommen würden und wir brauchten das alles nur ablesen. Toll, ist aber nicht so. Und wie ihr eben auch gesehen habt, jeder konnte auch etwas sagen. Wir haben auch ein offenes Mikrofon, wer etwas mehr sagen möchte. Und es werden heute auch noch der ein oder andere auch noch ein paar Vorträge oder ein paar Beiträge hier halten. Und auch mit dem finanziell. Ja, wir machen es ehrenamtlich. Und wenn etwas auszugeben ist, dann schmeißen wir zusammen. Wie Angela schon gesagt hat, wir haben Aufruf gemacht. Bisher haben wir eine Anlage geliehen. Die Anlage, so wie sie hier steht, die ist jetzt bestellt, die ist ab nächste Woche Montag, müsste sie einsatzbereit sein, dann haben wir unsere eigene Anlage. Aber das seid ihr, jeder von euch hat da irgendwas beigetan, damit wir uns das auch erlauben können. Und dass die Redner von Berlin alle kommen, wäre mal schön, wenn mal der ein oder andere aus Berlin kommen würde. Vielleicht mal ein Aufruf an Berlin, schickt ruhig mal den einen oder anderen, also die sind hier herzlich willkommen.
Aber es ist halt nicht so, wie da draußen erzählt wird oder wie eine Jutta Ditfurth in einer Pressekonferenz, was jetzt auf Video durch die Geister, durch die Welt schwirrt, was da erzählt wird. Hinterfragt alles. Und wenn ihr wirklich mal Fragen habt, fragt uns. Und wer hier an der Orga noch teilnehmen möchte, der ist auch herzlich eingeladen, uns weiter auch hier noch mehr zu unterstützen. Also es ist offen für alle. Vielleicht nochmal so ein Thema, weil ich werde auch immer wieder gefragt, wie bekommen wir denn schneller Menschen hier auf die Mahnwache? Ronny hatte letzte Woche auch was gesagt und ich hatte auch gesagt, wer bringt nächste Woche einen neuen mit? Es sind schon wieder neue hier und das finde ich auch ganz klasse. Aber ich merke es immer wieder, es gibt noch ganz, ganz viele Menschen, die noch gar nicht wissen, dass wir hier stehen. Auch wenn wir hier schon seit 2 Monaten stehen, viele wissen es noch gar nicht. Das heißt, wir müssen einfach die Leute ansprechen. Und es ist auch nicht weiter schlimm, wenn im Moment jemand noch nicht bereit ist, mitzukommen. Und irgendjemand hatte mit mir gechattet und meinte, ja, das läge wohl an deren Ort, wo die Mahnwache machen und da wäre irgendwie ein schlechter Geist und was weiß ich alles. Ich glaube, wenn es an was liegt, dann liegt es an dem Geist hier unserer Mahnwache, dass die Menschen halt einfach noch nicht bereit sind, weil wir hier doch etwas anders uns aufstellen, als wie andere Demonstrationen, die so in der Vergangenheit gelaufen sind. Die anderen Demonstrationen, die also gelaufen sind, die waren, ich mal so als Beispiel, gegen die Kernkraft, gegen Castor, gegen die Banken mit Occupy, gegen Krieg. Aber wir haben ja einen anderen Geist, weil wir sind für etwas. Und wir halten auch den Menschen einen Spiegel vor. Das heißt, wir sagen, es sind nicht die anderen alle schuld. Das ist jetzt nicht unsere Regierung schuld, das sind nicht die bösen Banker schuld. Natürlich sind die jetzt momentan an den Schalthebeln. Aber wir sagen auch, guckt bei euch selbst hin, guckt in den Spiegel. Denn wir haben es ja auch lange mitgemacht. Und solange wir es mitmachen und tolerieren, haben wir auch eine Eigenverantwortung da drin. Das heißt, wir sagen auch den Menschen, fang bei dir selber an. Wie konsumierst du? Was tust du? Machst du dieses ganze Spiel mit? Und da ist halt noch nicht jeder zu bereit, diesen Geist mitzutragen, diese Eigenverantwortung mitzutragen. Und deswegen, wer noch nicht mitkommen möchte, der kommt eben halt noch nicht mit, der kommt irgendwann später nach. Irgendwann kommen die Menschen. Man versucht die nicht zu überreden oder irgendwo mit hier hinzuschleifen, das bringt nichts. Und seid auch nicht traurig deswegen, wenn jemand nicht mitkommt, dann sprecht den Nächsten an. Es gibt genug da draußen, die würden gerne mitkommen, wenn sie wüssten, dass wir immer hier stehen. Und ich glaube auch, das ist der Unterschied unserer Montagsmahnwachen gegenüber allen anderen Demos, die sonst gelaufen sind. Und was haben sie auch wirklich gebracht, diese Demonstration? Also ich meine, Kernkraft ist eingeführt worden, trotz der ganzen Demonstrationen. Die Castor-Transporter sind auch irgendwann angekommen, vielleicht ein bisschen später, weil man musste öfters anhalten, weil Leute dann auf den Schienen waren. Ja, aber es hat das nicht verhindert. Und ich habe die Hoffnung einfach in unserer Bewegung, weil wir sagen, wir brauchen die Eigenverantwortung von jedem eigenen selbst und nicht einfach nur gegen etwas zu kämpfen, sondern für etwas einzustehen, dass diese Bewegung tatsächlich was bewegt, mehr als alle anderen Demos, die in der Vergangenheit versucht haben, irgendwas zu bewegen. Und da wir so einen gesellschaftlichen Anspruch haben, dass wir einfach viel verändern wollen, dass wir gesellschaftlich richtig was verändern wollen, brauchen wir auch die Zeit. Und es kann sein, dass wir in einem Jahr hier immer noch mit 50, 60 Leuten stehen. Okay, dann stehen wir in einem Jahr noch hier mit 50, 60 Leuten. Vielleicht sind es auch mehr. Und kommen gleich nochmal, oder erzählen gleich nochmal ganz kurz, am 19. Juli, wenn die WM dann vorbei ist, dann ist auch eine große Demo aller Montagsmahnwachen in Berlin. Und ich denke mal, da werden einige tausende Menschen dann auch zusammenkommen. Und wir fahren auch mit einigen Leuten dort rüber, wer mitkommen möchte. Es gibt da verschiedene Wege, wie man nach Berlin kommen kann. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, aus Berlin kam sonst auch schon mal ein Gruß. Und ja, Lars Mehrholz kam so auf die Idee, warum muss Berlin immer grüßen? Es wäre doch schön, wenn jede Stadt immer mal so einen Gruß
rumschickt. Und begonnen hat das Ganze mit Augsburg. Und ich möchte das gerne mal einfach vorlesen, was die an Gruß an alle Mannbachen geschrieben haben. Hallo Welt. Diese Worte lässt ein Programmierer den Computer ausgeben, wenn er beginnt, eine neue Programmiersprache zu lernen. Auch wir beginnen gerade damit, etwas Neues zu lernen, eine neue Art der Kommunikation, des Miteinanders. Auch wir sagen der Welt Hallo. Der ganzen Welt, denn in unseren Köpfen sind die Grenzen längst gefallen. Uns alle, die wir uns jede Woche in mittlerweile rund 100 Städten versammeln, verbindet der Wunsch nach Frieden, Freiheit und einem glücklichen Leben. Doch statt uns diesen Wünschen näher zu bringen, werden wir von denen, die uns regieren, immer weiter von diesen entfernt. Ich möchte an dieser Stelle aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 zitieren. Wir halten diese Wahrheit für ausgemacht, dass alle Menschen gleich geschaffen worden, dass sie mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen und die Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierenden herleiten. Dass sobald Regierungsformen dieses Endziel vererblicht wird, und kompliziertes Deutsch, es das Recht des Volkes ist, zu verändern und abzuschaffen. Also mal vielleicht ganz kurz, weil es sehr schwierig zu lesen war, diese Passage. Also dass in der amerikanischen Unabhängigkeitsverfassung eben auch drinsteht, dass alle Menschen mit Freiheitsrechten geboren sind und die Regierungen nur so lange da sind, bis man eine andere Gesellschaftsform halt für sich gefunden hat. Und weiter heißt es, die Erfahrung hat von jeher gezeigt, dass Menschen, solange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als durch Umstoßung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, sich selbst Recht und Hilfe zu verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen Eingriffen einen Anschlag an den Tag legt, sie unter unumschränkte Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, solche Regierungen abzuwerfen. Das steht in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Entschuldige, bitte. Ich bin Amerikaner. I'm Canadian, so what's up? That was written by Thomas Jefferson, ein Sklavenhalter. Er hatte über 100 Sklaven. Okay. Gut, das ist, ist mir so überliefert worden. Ist nicht unser Text. Welche treffenden Worte lassen sich für die heutige Situation finden? Wir werden nicht weiter leiden und dulden, dass wir einem Finanzsystem dienen, das Gegeneinander und Unmenschlichkeit fördert. Dass in unserem Namen Waffen verkauft werden, die unsere Brüder und Schwestern im Ausland umbringen, verstümmeln oder in Angst um ihr Leben versetzen. Dass in unserem Namen Soldaten der Bundeswehr in aller Welt wirtschaftliche Interessen, den Zugang zu Rohstoffquellen und Absatzmärkten militärisch durchsetzen. Dass Konflikte mit Gewalt, mit Tötung, Zerstörung statt mit Dialog und gegenseitigem Verständnis gelöst werden. Dass mitten unter uns Atomwaffen stationiert sind. Dass uns unsere Existenzgrundlage entzogen werden kann, wenn wir uns weigern, einen Job bei einem Konzern anzunehmen, der Waffen herstellt, Menschenrechte im Ausland verletzen oder seine Angestellte unter unwürdigen Arbeitsbedingungen hält. Dass uns unsere Medien und Politiker Krieg als Frieden, Frieden als Sklaverei und Unwissenheit als Stärke verkauft werden. Dass unsere Lebensgrundlagen wie Wasser,
Nahrung, Energie an Konzerne verkauft werden, dass unsere Umwelt durch Profitgier zerstört wird, dass wenige reiche Menschen auf Kosten der vielen Fleißigen leben, dass Arbeit zum Selbstzweck geworden ist, ohne zu überlegen, welche Arbeiten produktiv und sinnvoll sind und so unsere wertvolle Lebenszeit verheizt wird. Wir wollen durch unsere Forderungen keinem Angst machen. Wir werden niemanden verurteilen, weil er sich in seiner dunklen Vergangenheit die 10. Villa von Geld gekauft hat, das Menschen unter sklavenähnlichen Zuständen für ihn verdient haben. Während wiederum anderswo auf der Welt zehntausende Kinder überlebt hätten, hätte er nur auf eine seiner Villen verzichtet. Denn keiner von uns kann sich völlig frei davon sprechen, bisher in diesem System mitgespielt zu haben. Jeder, der bereit ist, in Zukunft respekt- und liebevoll mit seinen Mitmenschen umzugehen, werden wir willkommen heißen. Wie wunderbar könnte unsere Welt sein, wenn immer mehr Menschen auf ihr Bauchgefühl hören würden und das, was sich offen von ihren Augen, vor ihren Augen abspielt, nicht weiter ignorieren würden. Wenn sie sich endlich aus ihrer Schockstarre lösen würden und sich für Alternativen in einer angeblich alternativlosen Welt öffnen würden. Wenn die Errungenschaften der Menschheit endlich allen Menschen zugute kämen, so dass Menschen keine Angst mehr davor hätten, dass Maschinen ihnen die Arbeit wegnehmen, sondern sich darüber freuen würden, weil sie so viel mehr Zeit hätten, schöne Dinge und für die Arbeit, die uns keine Maschinen abnehmen kann, wie zum Beispiel für unsere Kinder und für unsere Alten da zu sein. Wenn Geld den Menschen dient und ein konstruktives Miteinander fördert, wenn Casino-Kapitalismus und Geld aus Geld oder sogar nichts schaffen, nur in Geschichtsbüchern existiert. Bis dahin ist noch ein langer Weg mit unbekannten Abschnitten und Hindernissen. Aber wir, die wir hier heute in rund 100 Städten stehen, haben uns entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wir werden darauf achten, dass wir niemanden auf diesem Weg zurücklassen oder verlieren. Jeder Weg, mag er auch noch so lang sein, beginnt mit dem ersten Schritt. Wir haben ihn getan. Nun reichen wir allen Menschen die Hand, damit auch sie den ersten Schritt wagen und bei weiteren nicht stolpern. Wir sagen Hallo Welt, wir kommen. Zum Schluss bleibt es uns auch zu sagen, an welche Stadt wir die Montagsgrüße an alle Mahnwachen weitergeben. Nächsten Montag kommen die Grüße aus Kempten. In diesem Sinne liebe Grüße und eine schöne Zeit senden euch, wo immer ihr gerade seid, eure lieben Freunde aus Augsburg. Lebt lange und in Frieden. Ja, also wie gesagt, jede Woche kommt jetzt eine andere Stadt dran. Wir sind noch nicht dran, aber wir sollen uns alle vielleicht mal überlegen. Deswegen, wer vielleicht Vorschläge hat, einen schönen Text zu schreiben, den wir auch an die anderen Städte schicken können, dann bitte vielleicht einfach mal ins Forum schreiben oder mal mitbringen hier zur nächsten Montagsmahnwache, damit wir einfach so ein paar Ideen auch mal sammeln können und vor allen Dingen von jedem auch so ein bisschen was mit dabei ist. Jeder, der dazu auch was beitragen möchte. Okay, zu dem, was ich gesagt habe, hat da noch jemand Ergänzungen, Vorschläge? Möchte einer noch irgendwas dazu sagen? Ja? Also ich als schwarzer Amerikaner bin empört, dass Sie die Grundverfassung zitieren, das von Sklavenhändlern verfasst worden ist. Zum Beispiel Thomas Jefferson, der über 100 Sklaven hat. George Washington, der Vater des USA, hatte 300 Sklaven. Das ist mit sicher eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen. Und wenn man aber heute in die Welt schaut, sieht man, dass wir überall
überall als Sklaven mittlerweile leben. Wir haben vielleicht keine Ketten mehr an den Füßen, so wie es früher gewesen ist. Und wir kriegen nicht die Peitsche körperlich zu spüren. Aber ich glaube, viele bekommen sie auf eine ganz andere Art und Weise zu spüren heutzutage. Diese Abhängigkeiten, die einfach das Finanzsystem, einfach das Geld mit sich bringt, die Strafen, die Sanktionen, die Hartz IV mit sich bringt, wenn wir nicht produktiv für die Gesellschaft in Lohn und Brot stehen. Und deswegen ist es, ich finde es gut, dass du aufgestanden bist, dass du das gesagt hast. Und wir sind ja auch nicht hier für die amerikanische Verfassung. Hier war ein Text daraus genommen. Wir stehen hier nicht für die amerikanische Verfassung. Wir stehen hier für eine ganz neue Art. Wir wollen weder die amerikanische Verfassung übernehmen hier in Deutschland, noch wollen wir wollen auch nicht das System mehr haben, so wie es hier ist. Wir wollen ein neues System kreieren, wo jeder Mensch, und nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit, jeder Mensch in Frieden leben kann, in Freiheit leben kann und die Kriege endlich aufhören für andere. Die Kriege für Rohstoffe, die Kriege für noch mehr Geld, für Schuldsystem, damit noch mehr Schulden gemacht werden, damit noch mehr Staaten in Abhängigkeiten gebracht werden, damit die dann, so wie wir hier, wieder dafür arbeiten müssen, dass die Schulden abgearbeitet werden. Dafür stehen wir hier. Okay, möchte noch jemand was zu dem Thema sagen? Ansonsten gehen wir zum neuen Thema über. Du machst weiter? Alles klar, dann übergebe ich das Mikro mal an Sandra.